Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GoOn. Heute erfahrt ihr von uns, wie ihr im Lern- und Arbeitsstress entspannen könnt. Natürlich mit guten Ausgeh- und Spartipps für die nächsten 2 Wochen. Und nebenbei gibt es natürlich auch wieder ein bisschen Plauderei. Ich würde sagen, ich reiche direkt das Mikro weiter an meinen Kollegen Thorsten und los geht's. Vielen Dank, Rebecca, und wir kommen gleich zu Nick Taylor, der macht EDM-Musik. Warum er das macht und noch alles mehr, gleich hier bei GoOn im Talk. Und heute bei GoOn im Easy Talk, Nick Taylor, 19 Jahre jung, DJ, und du machst EDM-Musik, richtig? Richtig. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bevor wir nochmal ein bisschen auf dich zu sprechen kommen hier bei GoOn, was ist denn diese Musikrichtung EDM? Was muss ich darunter vorstellen? Falls jetzt vielleicht wer zusieht hier, der das noch nicht kennt, wie würdest du das den Leuten beschreiben, was das ist? Also EDM ist so die Abkürzung, vollständig ist es Electro Dance Music und ist sehr umfangsreich, sind verschiedene Musikarten, zum Beispiel Future House, Future Bass, Electro House, Progressive House, normaler House, also ist es sehr umfangsreich. Also 2 Jahre hast du gesagt, dann machst du das schon. Wie dazu gekommen oder wo war, sag ich mal, diese Initialzündung, dass du gesagt hast, das möchte ich machen? Also mein Papa war früher auch DJ und als kleiner Junge bin ich schon damals auf seinen Platten rumgesprungen und ich wollte es unbedingt weitermachen, da wo er damals aufgehört hat, und das ist eigentlich der springende Punkt gewesen. Wir kommen zur Kategorie Aperitif. Letzte Woche haben wir euch gefragt, wann wurde denn die älteste Linde am Wall gepflanzt? Die richtige Antwort ist 1765. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Und jetzt die neue Frage. Welches ist denn eigentlich die älteste Kneipe in Göttingen? Zu gewinnen gibt es ein cooles Geschenkset von Groovy mit einer Schallplatte von Gangman. Und schreibt uns die richtige Antwort, wenn ihr sie denn wisst. Und vom Aperitif zurück zum Easy Talk und meinem Gast Nick Taylor, 19 Jahre jung. Was hat man noch so mit 19 für Träume? Wo soll es mal hingehen mit deiner Aktivität als DJ? Auf ganz große Bühne. Was sind so die größten Bühnen, so, von denen du berichten kannst? Du hast dieses Tomorrowland, glaube ich, gesagt, ja, das große Festival, schon mal da gewesen? Nein, leider noch nicht. Wie ist das gekommen? Hat dir dann dein Vater erzählt oder hat der so mit Love Parade oder sowas, deswegen wahrscheinlich auch Techno, war der da schon mal? Oder was kannst du da so eine Story vielleicht vom Papa erzählen? Also ich weiß, dass er mal auf Tour gehen sollte, musste sich dann aber entscheiden, ob er sich lieber für seine Kinder oder halt für die Musik entscheidet, und da waren wir halt wichtiger. Weiß ich noch, also alles richtig gemacht sozusagen. Und dem Sohn, dass der mit in die Wiege gelegt, das heißt, du wartest noch mit Kindern, würdest dann erstmal auf große Tour gehen? Richtig. Alles klar. Für die Romantiker unter euch haben wir einen super Ausgetipp, und zwar Northeim leuchtet, das Lichterfest der Region. Da wird die Northeimer Seenplatte in ein Lichtermeer verwandelt mit feurigen Dekorationen, LED-Lichtinstallationen. Natürlich gibt es auch Feuershows und auch ein Feuerwerk zum Highlight am 23. und 24. Juli. Kulinarisch und auch akustisch wird auch einiges geboten. Es gibt eine Showbühne, eine Band, einen DJ, eine Schlemmermeile. Und Karten bekommt ihr für 11 Euro bei Eventim und bei Ticketmaster. It's time to say goodbye, heißt es am 23. Juli, denn das Red Carpet schließt nach 5 Jahren seine Türen, weil die Pachtverlängerung leider gescheitert ist. Und zu guter Letzt wird für euch alles aufgefahren, was geht. Auf 2 Floors wird zu R&B, Black, Electro und House getanzt. Dazu gibt es den Red Vodka Mix für nur 2,50 Euro. Ladies haben bis 12 Uhr freien Eintritt. Und für alle wird in den letzten Stunden alles super günstig rausgehauen, der ganze Rest. Und ja, ich würde sagen, das nenne ich mal einen guten Abgang. Leider ist das nicht die einzige Verabschiedung in der Göttinger Partyszene. Die JT-Kantine hat geschlossen, der legendäre Kellerclub Exil zieht auch aus der Prinzenstraße aus. Und jetzt auch noch die Frage, ob der Stilbruch kurz vor dem Aus steht aufgrund von Steuernachzahlungen. Wir bleiben gespannt und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es heißt Booty Time in Mamavi. Debbie Cage kommt am 16. Juli hierher. Auf die Ohren gibt es Hip-Hop, Trap, Heavy Bass und Grime. Und zu sehen gibt es auch 2 süße Überraschungen. Das alles für 8 Euro und für Early Birds und Studenten sogar nur 5 Euro. Oh,
Michaela, du hast uns hier so offen und ehrlich Antworten gegeben und hast auf die Fragen geantwortet. Wo kann man dich denn finden? Hast du irgendwie eine Facebook-Adresse oder ein Instagram oder ein Twitter-Account oder eine Facebook, habe ich schon gesagt, oder eine richtige Homepage? Also ich bin auf Facebook zu finden und auch auf Soundcloud. Also wenn man da was von mir hören möchte, dann kann man mich da auch finden. Und auf der Soundcloud kann man dich auch hören? Richtig. Bei Facebook mal reinschauen, Nick Taylor, oder bei der Soundcloud mal reinhören. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich und wünsche dir in deinem jungen Jahr noch ganz viel Erfolg, dass du ganz viel mitnimmst und bleibst so wie du bist, cooler Junge. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Im Sparmodus haben wir wieder eine super Entdeckung für euch gemacht. Und zwar im Busumu Deluxe direkt am Willi gibt es vietnamesische Küche, unter anderem auch vietnamesische Tapas. Das lohnt es sich auf jeden Fall mal auszuprobieren. Am besten macht ihr das von dienstags bis freitags 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Da bekommt ihr nämlich eine Suppe oder einen Salat plus Hauptspeise für nur 9,90 Euro und ein Freigetränk gibt es obendrauf noch dazu. Und voll cool, hier kann man sogar mit Tablets bestellen. Also ich würde sagen, guten Appetit. Wir haben in der Etwas-Schatzbar einen ganz besonderen Deal für euch ausgehandelt. Und zwar kriegt ihr zu einem Longdrink oder zu einem großen Bier einen gratis für Onshot dazu. Und wir testen den jetzt mal für euch aus. So, das war's diesmal von uns. Wenn euch das gefällt, was wir tun, dann liked uns und teilt uns auch gerne. Schreibt uns auch gerne, wann auch immer ihr was loswerden wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.